Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Postapokalypse. Lynn, die Königin, ist zurück und will mal wieder Tribut. Also, ja, wie üblich, wir verweigern das. Und dann machen die sich auch direkt auf die Reise. Die Expedition ist am Bestimmungsort angekommen. Ich glaube, ich habe leider nur übersehen, dass ich denen Sachen mitgebe, also Werkzeug und Schutzanzüge und so weiter. Jetzt schauen wir gleich mal, ob die trotzdem zu Rande kommen, obwohl sie kein Equipment dabei haben. Und wir schauen hier mal ganz kurz drauf. Sind das jetzt vielleicht diesmal mehr? Dann könnte es natürlich irgendwie kritisch werden. Ansonsten lasse ich die Nummer wie üblich einfach laufen. So, einmal kurz hier. Oh, das sind... Ach, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ja, ich würde sagen... Ist unverändert. Ich würde sagen, wie beim letzten Mal. Okay, dann müssen wir natürlich mal ganz schnell hier ein bisschen umdisponieren. Gerade mal 10 Siedler freimachen. Wir ziehen hier einfach temporär ein paar ab. Teilen die alle als Milizen zu. Und ich gehe mal davon aus, das wird auch wieder gut gehen. So, dann schauen wir uns in der Zwischenzeit mal kurz die Expedition an. Okay, ist es tatsächlich so? Ich vermute mal... ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht, weil wir eben... Also die hatten ja schon... Das hatten die Kundschafter schon entdeckt, dass es hier... Dinge zu holen gibt. Fleisch, Wildschweinfleisch, Fisch und so weiter. Vielleicht haben wir aber die anderen Optionen nicht zur Verfügung. Also hier einzudringen in den Laden... Weil wir kein Werkzeug dabei haben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber okay, wir schicken die halt direkt wieder zurück. Gibt zumindest ein bisschen was zu essen. Ja, brauchen wir halt. Ist tatsächlich, war total Blödsinn jetzt. Hat uns nichts gebracht. Nahrung haben wir genug. Muss ich einfach dran denken, bei der nächsten Expedition wieder Werkzeuge und so weiter einzupacken. Wir könnten schon mal uns Gedanken machen, wo es denn da als nächstes hingehen könnte, expeditionsmäßig. Ich glaube, in dem Fall wird es tatsächlich Sinn machen, einfach mal schnell einen Trupp zusammenzustellen, um die restlichen Ressourcen vom Atomkraftwerk zu holen. Das wird uns auch nichts kosten, da brauchen wir vielleicht nicht mal Rationen. Ist vielleicht keine so doofe Idee. Ja, ansonsten, das ist natürlich jetzt gerade ein Riesenproblem, deswegen habe ich auch mal hier die Priorität auf die Stoffproduktion gesetzt, beziehungsweise hier eben auf die Raffinerie. Und auch da könnten wir natürlich noch mal ein bisschen umdisponieren, fällt mir jetzt leider erst ein. Zum Recycler, hier wird Stoff hergestellt... Dann gehen wir hier mal all in, alles auf Stoff. Aber wir haben eh schon 3 Recycler auf Stoff eingestellt, jetzt mittlerweile. Plus die Raffinerie. Könnten wir irgendwas pausieren? Ja, würde ich aber ungern machen. Würde ich sehr ungern machen. Die hören ja sowieso, glaube ich, automatisch auf, wenn halt die Fertigungsgrenze erreicht ist. Nee, da warten wir jetzt einfach mal, bis das Ding hier noch fertig ist. Wobei, was bringt uns denn eigentlich hier das Hanf? Da können wir doch, glaube ich, auch irgendwie... Stimmt, das brauchen wir, glaube ich, wirklich auch. Moment mal, wo war das denn? Ressourcen? Wenn wir... Also man kann Joints draus herstellen. So viel ist klar. Hanfweberei, da ist es ja. Okay, müssen wir erst noch erforschen. Schneider produziert Stoff aus Hanf. Hanf könnten wir anbauen. Wäre vielleicht keine so doofe Idee. Ja? Das macht die Forschung, ausgebaute Zuflucht, ja, lässt halt auch noch auf sich warten. Fehlen immer noch 50 Holz und es fehlt immer noch Stoff. Wenn die mal durch ist, dann werden auch wieder ein paar Ressourcen frei. Ressourcen, schauen wir hier mal rein, Handweberei. Okay, dürfte nicht so teuer sein. Kostet nur einen Wissenspunkt. Haben wir aktuell auch nicht zur Verfügung. Aber gut, das wäre dann vielleicht tatsächlich das Nächste, was wir machen sollten. Okay. Wo bleibt die Bagage? Achso, ich habe das Spiel gestoppt. Entschuldigung. Ja, die flitzen hier durch die Wälder. Ihrem Ende entgegen. So viel kann man, glaube ich, schon mit Sicherheit sagen. Vielleicht sollte ich auch mal langsam hier ein paar von diesen Ruinen abbauen, oder? Wie funktioniert das eigentlich, frage ich mich. Muss ich da auch gezielt jemanden hinschicken oder funktioniert das über die... Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Funktioniert das über die... Zum Abbau freigeben. Den hatten wir ja schon, oder? Die Militärbasis. Die Endzone müssten wir auch schon hatten. Die denke ich... Also das ploppt, glaube ich, erst auf, wenn man wirklich alles rausgeholt hat, oder?
Aber andererseits könnte ich auch das Expeditionsfenster nochmal öffnen. Können wir da nochmal hin? Ah, sieh mal, okay, das ist noch nicht abgeschlossen. Aber hier die Militärbasis könnten wir jetzt hier zum Abbau freigeben. Hier drüben Gewächshausruine, geben wir das mal frei. So, Gewächshausruine wäre jetzt freigegeben. Ich weiß auch nicht, vielleicht muss man da auch einfach den Schrottsammler quasi drauf ansetzen. Das könnte natürlich sein. Möglicherweise. Okay, egal. Angriff dürfte gleich... Oh, die überrennen jetzt hier unseren Expeditionstrupp. Ich hoffe doch nicht. Sollte ja nichts passieren. Also, oder? Oh, 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 was passiert hier? Ist auf jeden Fall stehen geblieben. Macht irgendwie so eine Abwehrhaltung. Verliert... Ah, verängstigt durch Plünderer. Aha, okay, tatsächlich. Aber die gehen jetzt nicht drauf, hoffe ich doch. Also ich glaube, wir hatten zumindest noch keine menschlichen Verluste durch die Plünderer. Glaube ich zumindest. Kann natürlich sein, dass ich da irgendwas übersehen habe. Wir schauen da mal zu. Naja, wirkt sich wahrscheinlich auch negativ auf die Zuversicht aus, ne? Wenn die hier marodierend durch die Gegend laufen. Kommen auch immer bei der Nacht, ne? In der Nacht. Die scheinen alle verängstigt zu sein, meine Leute. Naja, rückt nur weiter vor. Also die dürften ja jeden Moment jetzt auch in Reichweite kommen. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Dann werden die unter Feuer genommen. Da werden jetzt die Regenwasserspeicher ein bisschen drunter leiden. Ah, ich höre schon die ersten Hunde. Da gehen schon die ersten drauf, oder? Ja. Sie haben die ersten Gefallenen zu verzeichnen. Ja, das funktioniert ja locker mit den zwei Türmen, oder? Außer, dass man halt... dass sie halt Schaden verursachen in der Siedlung. Aber damit kann man ja leben. Ich meine, das macht der Sandsturm auch. Eigentlich nichts anderes als wie so eine Krankheit, die immer wiederkehrt. Na gut, das war's, oder? Tralala, Verluste einsehen. Reparaturkosten, ja, das ist natürlich nicht wenig. Geplündert haben sie auch, aber das kriegen wir doch normalerweise auch wieder zurück, denke ich, oder? Oder ist das jetzt trotzdem weg, frage ich mich. 24, 12 zerstörte Gebäude. Ja, das ist schon hart. Das ist echt hart. Medizin ist gut, das ist wirklich gut. Trotzdem, das ist ärgerlich. Das ist schon ärgerlich. Die sind jetzt hier einmal durchmarodiert. Da, das hat alles Schaden genommen. Zerstörte Gebäude. Hier sind sie auch durchgekommen. Ja, das ist tatsächlich komplett im Eimer. Das müssen wir jetzt alles wieder aufbauen. Na schön, toll. Es ist ja ärgerlich. Na gut, aber Angriff abgewehrt. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich sinnvoller, einfach den Tribut zu zahlen. Dann hat man seine Ruhe, ne? Aber hier geht es halt schon auch so ein bisschen ums Prinzip, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, Mann. Na schön, was wollte ich gerade noch hier genau? Irgendeiner der Förster war... Ist das... Welcher ist es denn jetzt? Moment, haben wir gleich. Entschuldigung. Wo ist jetzt... Genau, da ist nämlich der Bereich hier drüben zugeteilt. Ich wollte ja nur dieses ganze Ufer mal hier frei bekommen, deswegen können wir hier das auch mal wieder ein bisschen verlagern und das Ganze dann vielleicht auch abholzen und aufforsten. Und einer der Schrottsammler, wo wir gerade dabei sind, müsste ja auch noch an der falschen Stelle... Ja, hier ist auch alles abgegrast. Okay, dann müssen wir das auch einmal umbauen. Kann der mal eins weiter nach hinten gehen, dann gehen wir die anderen auch noch durch. Also wird's knapp, ne? Hier liegt zwar noch ein bisschen was rum, aber wir gehen mal... Ja, gehen wir hier so hin. Und geben das jetzt tatsächlich mal hier zum Abbau frei. Zack. So. Okay. Und wir hatten ja noch einen dritten. Expedition werden wir dann auch gleich wieder losschicken, und zwar einfach, um die Ressourcen zu holen vom AKW. So, Schrottplatz. Die habe ich gerade abkommandiert.
Und dann haben wir hier noch den dritten Schrottplatz. Wo haben die aktuell ihre Sammelstelle? Hier drüben. Okay, da gibt es auch einfach nichts mehr. Ja, gehen wir hier mal eins weiter. Genau. Gewächshausruine. Okay, ist eh schon alles erledigt. Gut, passt. Moment mal. Das würde ja bedeuten, dass hier bei dieser Endzone, die ich gerade freigegeben habe, aber das kann man nicht rückgängig machen. Ah, verdammt. Wahrscheinlich hätte es hier noch was zu holen gegeben. Shit. Blöd, blöd, blöd. Okay, mal eins nach dem anderen. Jetzt haben wir wieder natürlich ordentlich Probleme durch die ganzen beschädigten Gebäude und durch die Bauaufträge. Die sind ja auch noch nicht alle durch. Da steht noch alles mögliche Zeug rum hier. Noch nicht mal die Feuerstelle ist fertig geworden. Oh, Mist. Das ist nicht gut. Händler wäre gerade da, mit ganz viel Glück. Hat er Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Eigentlich hat er gar nichts dabei, was uns irgendwie was hilft. Eier? Es gibt tatsächlich Eier. Wir kaufen mal ein paar Eier. Wir haben nämlich noch keine Eier. Na, 50 Stück. Ja, der Rest bringt uns halt echt nichts, gell? Holz, wenn er jetzt gehabt hätte, hätte ich ihm sofort alles abgekauft. Handel vorschlagen, 5 Eier gegen 3 Elektronikbauteile. Dann werden wir noch ein bisschen handeln. Ein bisschen feilschen. Na, sieh mal einer an. Das geht doch klar. Ja, sehr gut. Abschließen und tschüss. Gut, damit wir keinen Leerlauf haben. Expedition. Fenster öffnen. Atomkraftwerk-Ruine, genau. Naja, wobei, Holz gibt es ja zum Beispiel nicht. Und das bisschen Schrott, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Außer wir kriegen mal einen Engpass bei Elektronik. Metall haben wir momentan auch keine Probleme. Dann schicken wir sie doch lieber nochmal woanders hin. Was haben wir denn hier noch so? Kirche waren wir auch noch gar nicht drin. Wir gehen jetzt mal in die Kirche hier. Gehen wir mal ein bisschen beten, Leute. 4 Stück dürften genügen. So, Schutzkleidung, das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Beim Burger-Restaurant. Teilwerkzeug. Rationen. 8 Stück sollten genügen. Starten. Okay, schauen wir mal. Ob sich da was tut. Ansonsten könnten wir auch nochmal hier einen Kundschafter hinschicken. Und hier drüben den Kundschafter hinschicken. Und dann haben wir alles ausgekundschaftet. Kartenweit. Alles, was es gibt. Okay. Erforscher versammeln sich. Geh mal in die Fachkräfte rein. Ich muss fast nochmal einen Kundschafter zuteilen an der Stelle, weil sonst, glaube ich, kümmert sich niemand um die Logistik, damit die Forschung loslegen kann. Achso, natürlich, die Milizen können wir jetzt wieder komplett zurückbauen. Okay, sehr gut. Abgezogen hatte ich die hier bei den Bauern und bei den Wasserträgern. Beides ziemlich wichtig. Lassen wir noch einen übrig. Okay. Sehr gut. Na, das sollte passen. Na gut, drücken wir noch ein bisschen auf die Tube. Boah, es wird echt Zeit, dass diese ganzen Gebäude fertig werden. Es wird auch Zeit, dass die Forschung hier endlich mal durchläuft. Ah, sehr gut, jetzt läuft das aber hier. Die brauchen, also Ressourcen sind jetzt alle beisammen. Dann sollte hier auch hoffentlich auch wieder ein bisschen was frei werden. Also Schrott hat sich schon wieder ganz gut erholt. Holz ist halt immer noch problematisch, aber ich habe halt einfach zu viele Bauaufträge und alles benötigt Holz, grundsätzlich. Ich glaube, es gibt keine Bauwerke, wo kein Holz benötigt wird. Und nachdem jetzt so viele Bauaufträge hier noch am Laufen sind, wird das natürlich ein kleiner Engpass bleiben. Aber ist nicht so tragisch. Was haben wir hier? Der ist auch voll. Gehen wir dem mal hier die Priorität. Sollen sie den mal fertig bauen? Aktuell haben wir sowieso gerade Dürreperiode. Dürre zieht sich dann noch ein bisschen weiter, aber dann haben wir wieder einige Regensaison. Bis auf, ja, okay, hier ist kein Regen, aber hier sieht es ganz gut aus. Wasser sollte also nicht problematisch werden normalerweise. Mann, also echt, der verdammte Stoff und die Strahlenschutzanzüge. So, Stoff ist aber jetzt schon ein bisschen mehr geworden, oder? Sehr gut, nämlich hier die Dings ist fertig. Dann schauen wir gleich mal. Da stellen wir ab. Da stellen wir ab. Und das können wir eigentlich auch abstellen. Also hier wirklich nur Stoffproduktion. Für den Moment. Sehr gut. Da kommt der verdammte Sturm. Das heißt, jetzt geht noch mehr zu Bruch. Es ist doch zum Kotzen. Okay, aber dadurch kriegen wir das Stoffproblem mal wieder in den Griff. Und jetzt muss ich auch gerade mal schauen. Ah.
Ist der noch gar nicht fertig? Ah, der muss repariert werden, verdammt. Ah, nein. Okay, wir lassen das so. Ich habe hier auch nochmal... Ich hatte hier nochmal Masten hingestellt, um damit wir das hier alles angeschlossen bekommen. Man muss aber auch tatsächlich... Ich glaube, ich muss hier auch nochmal einen weiteren Masten aufstellen. Lassen das jetzt hier mal kurz schneller laufen. Also es genügt, glaube ich, nicht, wenn zwei Gebäude einfach nebeneinander stehen. Also die versorgen sich quasi nicht gegenseitig mit Strom, sondern man muss schon explizit hier nochmal einen Masten aufstellen, denke ich. Damit die beiden miteinander verbunden sind, seht ihr? Ja, schwer zu erkennen in der Vorschau, aber so müsste es dann eigentlich funktionieren. Wenn wir hier noch Masten unterkriegen. Ja, das sieht gut aus. Ja. So, schauen wir mal. Es hängt halt natürlich wieder am Holz. Wasser geht so ein bisschen in den roten Bereich, aber Gewässer ist wieder voll. Das muss dringend auch repariert werden. Verdammt, verdammt, verdammt. Da ist schon wieder viel zu Bruch gegangen. Ja. Also unterm Strich läuft schon, aber es gibt halt doch immer wieder echt unangenehme Probleme. Kriegt ihr das heute noch hin? Es fehlt noch ein bisschen Holz. Also, weil der abgeschlossen ist, können sie dann einfach mal den Rest reparieren. Ich lasse es noch ein bisschen schneller laufen jetzt hier mal. So, Expedition. Wird gerade noch ausgestattet mit ein bisschen Werkzeugstrahlen. Schutzanzug fehlt noch. Und dann können die loslegen. Sehr gut. So, der ist fertig. Ausgezeichnet. Filtrierung schalten wir direkt an. Und ich glaube... Können die mit Strom was anfangen, frage ich mich gerade. Bringt ihnen das was? Bin ich mir nicht sicher. Ja gut, aber kurz oder lang sollten wir sowieso das ganze Stromnetz ausreichend ausbauen. Ich würde jetzt aber tatsächlich hier nochmal an den Masten dran gehen und den reparieren. Den schieben wir mal in der Liste nach ganz oben. Damit wir hier einfach Stromversorgung haben. So, aber... Das mit dem Stoffproblem hat sich jetzt sowieso schon gelöst, würde ich mal sagen. Da müssen wir jetzt tatsächlich reingehen. Arbeitskraft, da schauen wir einmal rein. Haben wir denn überhaupt noch genügend Schneider? Ja, 6. Okay. Also da können wir auch nicht mehr dran drehen an der Schraube. Schneidereien sind natürlich jetzt auch beschädigt. Aber ich würde trotzdem, wir brauchen, glaube ich, in jedem Fall nochmal eine weitere Schneiderei. Da werden wir gar nicht drum rumkommen. Gehe ich mal von aus. Also, letzte Aufgabe der Folge. Ressourcen. Und wir bauen nochmal eine weitere Schneiderei. Stemmen auch direkt hier neben die andere Schneiderei. So. Okay. Jo, das kann jetzt natürlich auch ein bisschen dauern. Ich versuche nochmal zwischen den Folgen jetzt hier bis zur nächsten Folge das Ganze wieder ein bisschen laufen lassen. In der Hoffnung, dass vielleicht dann hier zumindest mal die Vielzahl der Gebäude wieder repariert ist und wir irgendwie handlungsfähig sind. Gut, aber für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.